ab. Ich wäre es lieber, wenn es deutlich weniger davon gäbe. Wo kam der jetzt her? Ja, wir haben die Synth jetzt eigentlich befreit. Wir haben den Runner umgenietet. Soweit. Brauchst du noch irgendwelche Vorräte, Mädel? Ey, nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde nach Vorräten suchen, bevor ich gehe. Okay, bevor du auf blöde Ideen kommst, dein Fatman nehme ich. Was haben wir hier noch? Cambridge. Okay. Huch. Da geht's raus. Da würde ich sagen, geht's runter, oder? Weil hier unsere Markierung ist. Ich würde oben jetzt rausgehen. Ja. Das müsste ja mit dem Terminal möglich sein. Ja, eben. Dankeschön. Dann gucken wir mal raus. Und dann würde ich mal ganz schnell reisen. Und zwar zu unserer Vault. Und mal ein bisschen Zeug ablegen, das ich so unnützerweise mit mir rumschlepp. Und dann können wir uns eigentlich dem weiteren Vorgehen mit unserer Main Quest widmen. Wunderbar. Ja. Durchaus nett, aber... Oh. Du musst ihn nicht gleich treten. Mädchen. Weiß nicht. Wir beamen uns mal runter. Jo. Perfekt. Aufgepasst. Curie. Gib mir jetzt mal deinen ganzen Schrott. Ja, auch die Mollys, die Pipe Pistols. Und das ganze Zeug. Brauchst du etwas, oder? Im Moment nicht. Ich möchte nur gern mal meinen Schrott hier ablegen. Und geht sich das aus mit der Ausdauer? Gehen gerade alle Mützen, oder wie? Es sieht so aus, und zwei checken die Tür nicht. Ja. Gut. Hier haben wir mal einiges abzulegen. Shish-Kebab, genau. Ja. Gamma Gun und eine Laserpistole, automatische. Haben wir nicht viel Laserpistol, nehmen wir mal mit. Dann hier das Zeug. Ich bin immer relativ konzentriert hier beim Durchsortieren, deswegen bin ich nicht so gesprächig. Ich glaube, das merkt man auch. Passt. Nein, was tue ich denn? Bis zum mysteriösen Serum runter mal alles. Gott, right away können wir auch schon wieder ein paar wegpacken. Auch hier. Und auch hier. Ist schön, dass auch die Stimpacks wieder mehr werden. Und ansonsten... Okay, passt. 129, das klingt schon sehr gut, finde ich. Sehr, sehr schön. Das war doch eine Waffenwerkbank, oder? Ja. Ich frage mich, was du jetzt gemacht hast. Pistole. Lass mal gucken.
Ja, plus Schaden finde ich gut. Verlängerter Lauf, plus Schaden, Reichweite, Schaden, ja, finde ich weniger Präzision. Okay. Aber dafür kriegen wir hier so richtig Präzision. Nee, aber das geht. Ja. Und das Visier. Ja. Ja. Visier passt's. Station verlassen. Ja. Curie. Aufgepasst. Was? Aufgepasst. Was willst du? So richtig voll dramatisch. Perfekt. Hätten wir das. Hätten wir das, hätten wir das, hätten wir das. Die Molekularstufe. Lass den Runner-Chip analysieren. Dazu Dr. Amari. Wäre jetzt meine erste Idee. Nein, Railroad. Okay. Will ich vorher noch was machen? Ja. Und zwar habe ich so bei mir gedacht. Nein, nein. Ja. Ich möchte mal sehen, ob wir nicht vielleicht noch wirklich die eine oder andere Preston-Gabi-Mission loswerden. Hammond's Alley. Ja, das sollte ja nicht der große Aufwand sein. Ich möchte das einfach aus der Liste rauskriegen. Auch auf die Gefahr hin. Ja, es ist eine neue Siedlung in Nöten. Ich weiß, aber... Guten Tag. Hat hier denn keiner aufgeräumt? Strukturen? Nee, das war unter Energie, oder? Stickes Rekrutierungsleitstrahl. Passt. Kommt hier hin. Benötigt 1 Energie, oder? Ja, natürlich. Was? Du willst mich jetzt aber flexen, oder? Drück ab. Drück ab. Es lieber, wenn es deutlich weniger davon gäbe. Wo kam der jetzt her? Verzeihung? Meine Base. Ihr wisst ja, it's all about the base. Das funktioniert nicht ohne Energie. Ja, das habe ich befürchtet. Dann brauchen wir einen kleinen Generateur. Die Kochstelle tun wir mal hier hin, danke. Kleinen. Schraube. Generator klein. Egal. Er ist es. Nein. Aktivieren. Siedlungsrekursion. Abgeschlossen. Sprich mit Preston Gabi. Und aus. Dankeschön. Wir hätten jetzt einige Preston Gabi Sachen, glaube ich, abzugeben, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Sprich mit Preston Gabi. Sprich mit Preston Gabi. Sprich mit Preston Gabi. Okay, dann würde ich sagen, sprechen wir mal mit Preston Gabi. Hallo, Preston. Wo? Ernsthaft? Ich hätte ja gedacht, dass er noch unten bei der Festung ist, aber... Okay, von mir aus. Wow, geh wieder. Dann Preston. Weißt du was? Ich habe eigentlich so gar keine Lust auf dieses Wetter. Danke. Lass uns mal 13 Stunden knacken, damit wir mal so richtig wieder ausgeruht sind. Wäre meine Idee. Sehr schön. Rüssel, Rüssel, Schnarch. Rüssel, Rüssel, Schnarch. Ja.
Du fühlst dich gut ausgeruht. Sehr schön. Preston! Die Burg hat anscheinend versucht, dich über Funk zu erreichen. Alte Gab wohl irgendeine Art Vorfall. Das solltest du dir besser mal ansehen. Ich habe den Laden gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Was brauchst du, General? Hier weit mehr, als man hier Glaube machen wollte. Ernsthaft? Ich meine jetzt ernsthaft? Man denkt, man ist sicher, aber man ist es nicht. So kriegen sie einen immer. Preston. Ich habe den Laden gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Natürlich. Ach, und Preston? Ich habe die Raider erledigt, die die Siedlung bedroht haben, zu der du mich geschickt hast. Die Leute dort haben beschlossen, sich uns anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Irgendwann werden wir wieder stark genug sein, diesen Abschaum endgültig aus dem Commonwealth zu vertreiben. Legen wir los! Ich werd gleich echt stinkig. Mutter Natur weiß immer wieder aufs Neue zu verblüffen. Trotz aller Verwüstung durch den Krieg ist der Preston. Ich habe die Raider erledigt, die die Siedlung bedroht haben, zu der du mich geschickt hast. Die Leute dort haben beschlossen, sich uns anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Irgendwann werden wir... Ja. Wie üblich habe ich noch was, um das du dich kümmern könntest. Vielleicht kannst du rausfinden, wo die Dreckskerle herkommen und der Sache ein Ende bereiten. Preston. Die Minutemen haben einen Lauf. Ich habe der Siedlung geholfen, zu der du mich geschickt hast, und habe dabei gleich den Weg für eine neue Siedlung geebnet. Das sind fantastische Neuigkeiten. Wenn wir so weitermachen, haben wir bald das ganze Commonwealth von den bösen Jungs befreit. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du da bist. Es hat sich nämlich noch was ergeben. Ich habe schon gegen die Gunner gekämpft und irgendwas sagt mir, dass sie nur die Verteidigung austesten wollten. Die Leute werden deine Hilfe brauchen. Ja. Ich hasse ihn. Bitte, wir... Sprich. Moment mal. Du gehörst nicht zu den Gunnern. Bist du hier, um uns zu helfen? Den Gunnern hau ich liebend gern eine rein. Es sind die Gunner. Vor ein paar Tagen haben wir eine Gruppe dabei erwischt, wie sie hier rumgeschnüffelt hat. Und es gab eine kleine Auseinandersetzung. Als sie gemerkt haben, dass wir uns wehren, sind sie abgehauen. Aber Gunner geben nie so einfach auf. Wenn du uns helfen könntest, unsere Verteidigung auszubauen, wäre das wirklich super. Errichte Verteidigungsanlagen. Ich hoffe, ich habe genug Material da. Ja. Ein Geschützturm ist hier. Einer kommt. Ja, die kommen eigentlich von oben. Von daher wird es Sinn machen, den irgendwie so zu platzieren. Haben wir's? Danke. Das muss jetzt aber auch reichen für Oberland. Alte Waffen war was, womit ich mich anfreunden könnte. Eventuell gucken wir mal. Immerhin geht's wieder in die Burg. Vielleicht erstrahlt es irgendwann wieder in altem Glanz.
sprich mit Ronnie Shaw auf der Burg. Fort Independence sieht jetzt wesentlich besser aus. Hi, Ronnie. Da bist du ja. Endlich. Ich muss mit dir reden. Hier bin ich. Was willst du? Ich bin Ronnie Shaw, Commonwealth Minuteman. Zumindest war ich das, bevor Joe Becker getötet wurde und die Idioten den Laden übernommen haben. Okay. Schön, dich kennenzulernen. Wir könnten hier ein paar mehr Veteranen gut gebrauchen. Da hast du recht. Ich glaube, ein paar von deinen Leuten musst du noch regelmäßig die Windeln wechseln. Was willst du denn nun wirklich? Hab gehört, dass du den Minutemen wieder auf die Beine helfen willst. Dachte mir, ich schau mir den neuen General mal persönlich an. Also, wieso machst du das alles? Und wieso glaubst du, dass die Leute die Minutemen überhaupt zurückhaben wollen? Ernsthaft? Das Commonwealth braucht die Minutemen. Und die Leute merken das langsam. Ich habe ein paar gute Dinge gehört. Sonst wäre ich nicht hier. Und jetzt, wo ich hier bin, sehe ich, dass du meine Hilfe dringend nötig hast. Erfahrene Soldaten können wir immer gebrauchen. Ach, was du nicht sagst. Aber ich habe da an etwas anderes gedacht. Ich bin vermutlich die Letzte, die sich noch daran erinnert. Die Waffenkammer der Burg befand sich in der westlichen Bastion. Dort war unsere beste Ausrüstung gelagert. Waffen, Munition, Baupläne und noch einiges mehr. Komm, ich zeig's dir. Ja, Tür zu. Und jetzt? Gut. Sieht so aus, als wäre alles noch intakt. Die Tür ist noch versiegelt. Die Bastion ist nicht eingestürzt. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg reinfinden. Ich hoffe, du hast eine gute Idee. Natürlich. Wenn der direkte Weg versperrt ist, wählt man eben den indirekten. Schauen wir uns mal die nördliche Bastion an. Kommst du dann, Ronnie? Wenn ich noch langsamer gehen müsste, würden mir die Beine abfallen. Ich hasse NPCs, die sich nicht normal bewegen. Und das war das Quartier des Generals. Früher führte ein Tunnel von hier in die Waffenkammer. Der Tunnel ist durch Schutt blockiert. Wir müssen einen Weg finden, ihn beiseite zu schaffen. Mel. Würde mir schnell einfallen, aber anscheinend geht's um was anderes. Aha. Ich habe jetzt gar nichts mit. Du musst doch was haben, mit dem sich die Trümmer beseitigen lassen. Besser so? Gehen wir da runter und schauen, ob es noch einen Weg hindurch gibt. Die nehme ich mal mit. Burgtunnel. Klingt ja vielversprechend. Gucken wir mal. Oh. Hirnpilze. Ziemlich dunkel hier unten. Leuchtende Pilze. Pass besser auf, wo du hintrittst. Minen. Wer sollte sich was schämen? Ernsthaft? Jemand ist in der Nähe. Vielleicht ist er uns freundlich geworden. Spielplatz im Bildungsdienst, ha? Gegner verlassen die nähere Umgebung. Kinder! Das kann in den Müll, oder? Ruhe. Es ist sehr still, oder? Red Axe.
Chat. Hier ist irgendwas in der Luft, was auch immer. Mine. Okay. Bewegung festgestellt. Ach nee. Don't wanna be a one man.